In diesem Video spielen wir die älteste Lami-Obby, die es jemals gegeben hat. Und dreimal dürft ihr raten, wer diese Obby erstellt hat. Das war ganz genau ich. Diese Obby ist vor 2 Jahren rausgekommen mittlerweile und hieß Escape Lami. Ich meine, wir können schon mal sehen an diesem Lami hier, der sieht schon ziemlich alt aus, der Skin. Naja, und dementsprechend können wir auch schon sehen, genauso alt ist diese Obby. Ich habe genauso ein Video wie das jetzt schon mal vor einem Jahr gemacht und ich glaube, dieses Jahr machen wir auch genau das gleiche nochmal. Erstmal sehen wir hier Emilys uralten Skin und da steht einfach, oh nein, Lami ist verrückt geworden, wir müssen entkommen. Und naja, Freunde, das machen wir jetzt auf jeden Fall, da schon das ganze Team Adrian. Und da ist der böse, verrückte Lami, der uns die ganze Zeit anschaut. Hier ist auch noch ein Regal mit dem 100.000 Play-Button, den damals Lami neu bekommen hat. Und einfach, naja, der ganze alte Merch. Hier ist dann noch die VIP-Zone mit ein paar Sachen, zum Beispiel wie Amorph. Und das ist einfach der ganz alte Skin. Und ja, Leute, mit genau diesem Skin werden wir heute die erste Lami-Obby spielen, die es jemals gegeben hat. Die Obby startet erstmal ganz, ganz basic in diesem, naja, komplett Standardhaus. Schaut mal, wie Standard das einfach aussieht. Nicht mal groß Einrichtung, nur ein Fernseher hier und dann einfach ganz basic Wände und, ja, ohne einen Boden. Berühre lieber nicht das gelbe Wasser. Ja, da müsst ihr über Lamis Banner drüber springen, der immer noch der gleiche ist wie jetzt. Das gelbe Wasser da unten, was irgendwie ziemlich sass aussieht, das darf man nicht berühren. Wir sehen jetzt hier einfach schon mal Emilys alten Banner und Freunde, schaut mal, wie krass der einfach ausgesehen hat. Auch noch mit dem alten Profilbild, also wirklich diese Obby hat sich kein bisschen verändert im Laufe dieser Zeit. Hier ist dann einfach ein Schriftzug mit L-A-M-I und ich glaube, das steht für... Mal, was heißt das, Leute? Pass auf die bösen Roboter auf. Und Leute, ich weiß noch ganz genau, damals war ich so stolz auf dieses Roboter-Design. Ich meine, das sieht irgendwie richtig lustig aus. Hier so mit Partikeln und allem und mit so Effekten. Das gefällt mir eigentlich heutzutage auch immer noch ein bisschen. Aber ich meine, Leute, natürlich, heutzutage würde ich das alles ein bisschen besser machen. Aber trotzdem finde ich, ist das ganz schön zu sehen, wie ich früher so war. Der Boden sieht sehr nass aus. Und ja, Leute, schaut mal auf diesen Boden, man schlittert so richtig. Ich bin gerade nichts auf einer Tastatur am Drücken und trotzdem bewege ich mich so ein bisschen. Also hier, die Kontrolle ist ziemlich schwer. Und oha, Leute, ich drehe mich und geschafft. Let's go. Dann hier mal über diese bösen Lami-Köpfe drüber springen. Und jetzt den Weg wählen. Und ich weiß noch ganz genau, das war 4-mal rechts und dann einmal links, oder? Das 3. Mal, das 4. Mal. Oh, dann nochmal 1, 2, 3 und dann war es das 4. Mal links und dann haben wir es geschafft, ganz genau. Jetzt ist hier der Weg und ich habe das Gefühl, dass mich alle trollen werden, oder? Warte mal, oh, ich und der Typ hier, wir müssen es schaffen, Lexel und ich. Und ich wurde nicht getrollt, let's go, Leute, vielen Dank. Schnell, wir sind bald aus dem Haus raus und Leute, was ist hier bitte passiert? Diese Plattformen sind richtig schwer zum drüber springen, aber kein Ding für den King, wir haben es geschafft. Und ich glaube, die anderen hier haben ein bisschen Probleme. Oh, oh, ich hoffe, die schaffen das alle. Also Leute, sagt mir ehrlich, wie lange schaut ihr schon Lami, denn das ist das älteste Profilbild, was es gibt von Lami. Ich meine, hier ist das neue und dann ist einfach das alte und das sieht wirklich so lustig aus. Schreibt mal in die Kommentare, findet ihr das neue Bild besser oder das alte? Also ich glaube, ich finde auf jeden Fall das neue viel, viel besser. Öffne die Tür, um nach draußen zu kommen. Und Leute, das mache ich einmal. Wir drücken hier E und dann mit dieser richtig krassen Cutscene kommen wir nach draußen. Und hier sehen wir schon das Haus, in dem wir gefangen waren. Und ich finde sogar der Außenbereich, der geht sogar echt klar. Ich meine, hier ist zwar alles ein bisschen hell, aber trotzdem hier schöne Bäume, schöne Landschaft und so. Und hier ist ein Sandkasten. Spring hier runter, aber pass auf das Sandkastenmonster auf. Oh, oh, Leute. Zum Glück habe ich hier diese Taschenlampe, die wirklich sehr, sehr realistisch aussieht, Leute. Und damit kann ich da runter springen und auf jeden Fall was sehen. Und zwar, let's go. Und dann habe ich hier die Taschenlampe und das ist das Sandmonster. Oh, oh, Leute, aufpassen, ich bin fast tot. Aber ich weiß den Weg noch ganz genau hier vorne links. Und dann werden wir gleich wegteleportiert. Und zack, zack, zack. Damit sind wir jetzt auch schon draußen angekommen. Springen über die Lami-Bilder. Und Leute, schaut mal, wie cool das einfach aussieht. Einfach Lami, aber in grün. Ich finde, da steht ihm auf jeden Fall. Und Freunde, ihr seht einfach, das hier war eine einzige Stage. Also hier, wenn ich einmal weiter nach vorne skippe, dann sehen wir Stage 13 und dann 14. Diese zwei Sprünge waren eine Stage. Also ich muss schon sagen, im Vergleich zu meinen jetzigen Obbys, ja, steckt ein bisschen mehr Arbeit drin. Hier noch einmal Lami in Türkis, sieht auch sehr, sehr cool aus. Und in Pink, ich würde sogar sagen, das ist das zweitbeste, nach Blau natürlich, aber ich finde Pink gefällt mir auch sehr gut. Und hier den Weg wählen, einmal Rot und das war falsch. Aber hier der orange-gelbe Weg, der ist der richtige. Und warte mal, was steht da? Frag nicht, was für Saft, einfach Orangensaft, let's go. Sehr, sehr coole Sprechblase. Hier nochmal über die kleinen Türkis-Springe drüber und dann ist hier der Speedrun-Part. Jetzt wirst du super schnell, let's go, Leute. Wir rennen einfach hier über diesen Speedrun-Teil in der ersten Lami-Obby. Dann hier mal ein bisschen abkürzen und, oh, oh, ja, nicht reinfallen. Aber Leute, ich habe den Speedrun-Teil geschafft. Schaut doch einfach mal dieser Speedrun-Teil an, der ist einfach so klein. Einfach von ganz da hinten bis nur da vorne. Also ich glaube, heute hätte ich diesen Speedrun-Teil auf jeden Fall 5-mal länger gemacht. Aber gut, hier geht's weiter, wir müssen einmal über diese, ich weiß nicht, Speedbänder drüber springen. Und tatsächlich benutze ich diese auch noch in den heutigen Lami-Obbys. Also das ist eine Sache, die hat sich nicht geändert. Dann ist hier noch so zum Balancieren. Einfach einmal nicht in die Lava oder eher gesagt ins Wasser fallen, denn dann werden die weggeschnetzelt. Dann noch hier einfach ganz normale Sprünge, einfach über so Grasplatten oder so. Und dann ist hier noch irgendein gelber Laser, der auch einfach irgendwie richtig verbuggt und lustig aussieht. Und hier unten auch wieder was sehr, sehr cooles. Eigentlich sollte unten mal ein Lami drin gewesen sein. Ah ja, vorne, da vorne ist er. Hier sehen wir schon, dieser Lami, der
läuft eigentlich unter uns her oder so, aber der ist auch ein bisschen lost, glaube ich, gerade. Naja, Freunde, kein Problem, wir laufen einfach mal weiter. Und sind hier so eine mega lange Stage, einfach mit so, ich weiß nicht, gelben Blöcken oder so. Und wir haben es fast geschafft, Leute, da vorne ist noch irgendwie so ein Fernseher und da steht hier Lamis Labyrinth. Finde ein Versteck im Labyrinth und dann sind wir vor Lami sicher und naja, Leute, das machen wir jetzt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo es hier lang geht. Ich schau mal hier rechts irgendwie, glaube ich, ging es lang. Immer rechts laufen oder so. Dann nochmal hier rechts und dann einfach, oh ja, ich glaube, das sieht richtig aus. Hier nochmal rechts, dann nochmal rechts. Und ich glaube einfach immer, oh, jetzt laufen wir im Kreis oder so, und alle sind hinter mir. Leute, wenn ich jetzt falsch bin, dann war es nicht mein Fehler, okay? Dann nochmal rechts und ich glaube tatsächlich, wir kommen fast im Ziel an. Nochmal rechts und da ist eine Sackgasse. Aber ich glaube hier rechts und das ist das Ziel, Leute. Let's go. Das hast du super gemacht. Wir sind vor Lami entkommen. Wir sehen auch gerade diese Orbit einfach nur 30 Stages und naja, im Vergleich zu jetzt ist das ziemlich wenig. Aber ich meine, hier gibt es ganz viele coole Sachen, wie zum Beispiel einmal diese Bälle, die man so stapeln kann oder so. Und das sehe ich sehr, sehr cool. Oha, wie cool ist das denn? Ich hatte dies irgendwie größer in Erinnerung, aber trotzdem sieht das schon ziemlich cool aus. Auch hier die Regenbogenversion, die gefällt mir. Was gibt es hier sonst noch so? Einmal diese Standardwege, aber ich glaube, ja, die sollten wir alle kennen natürlich. Dann kam hier noch so ein Speed-Ändernzug. Ganz langsam, so ein bisschen schneller, aber man merkt irgendwie gar keinen Unterschied. Dann zu ultra schnell, Leute, let's go. Ich kann mich auch blau anmalen, das ist wie in jeder Lami-Obby, sehr, sehr cool. Und ich würde sagen, wir können uns doch mal diese ganze Obby von oben einmal anschauen. Erstmal ist das ja alles der grüne Außenbereich, also bis da nach vorne. Hey, schaut mal den coolen Weg hinter mir an, wie krass das einfach aussieht. Und wir sehen dann hier vorne ist der Tunnel und da ist das Haus und da ist der hintere Bereich. Also wirklich, das ist einfach so eine Mini-Obby, aber ich bin trotzdem sehr, sehr stolz darauf. Ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal auf dieses Haus hier drauf und dann war es auch schon mit dieser sehr, sehr krassen Obby. Bewertet mal die Obby von 1 bis 10 in den Kommentaren. 1 ist schlecht und 10 ist gut. Im Video auf dem Bildschirm könnt ihr euch ansehen, wie ich die letzte Lami-Obby gespielt habe, also Lamis Wonderland Obby. Das Video wurde auch sehr, sehr cool, denn dort habe ich auch ein paar Insider gegeben. Also schaut euch das Video auf jeden Fall an. Wir sehen uns da wieder. Bis dann, Freunde.